Mein Grundgedanke ist die Aufhebung der rein geometrischen Grundordnung, ohne sie in Frage zu stellen. Sozusagen eine Neuordnung mit interessanten Gestaltungsmöglichkeiten und den daraus resultierenden Erkenntnissen. Doch ich gebe zu bedenken, es gibt keine neuen gestalterischen Gesetze, ohne auf die alten Regeln der Kunst zurückzugreifen und darauf aufzubauen. Die sogenannte Moderne der Gegenwart ist keine Revolution, sondern das Resultat an Erfahrungen aus der Vergangenheit. Gültige Formen sind auch die neuen Bausteine meines künstlerischen Denkens und Handelns. Auf ein weiches, sanftes Tal folgt ein messerscharfer, exakter Grat. Es gibt Crescendos, anwachsende, dynamisierende Punkte, wie in der Musik oder der Bühnensprache, wodurch abfallende und forciert gezielte Übersteigerung der gewünschte künstlerische Gesamtausdruck geschaffen wird. Spiegeln diese Gedanken nicht auch unseren Gemüts- und Seelenzustand wider? Dessen Prinzipien ich in meinen Arbeiten wiedergebe. Durchdrehung und Aufhebung der Spannungslinien wird der alte Kubus verlassen, um einen gänzlich neuen Körper zu schaffen, ohne die alte Grundordnung zu zerstören. Ich möchte das Alte spüren und daraus Neues entstehen zu lassen. Diesen Grundgedanken versuche ich in meinen Arbeiten sicht- und spürbar zu machen.